So, heute mit dem guten Duke Nukem 3D, aber mit dem HRP, mit dem High Resolution Pack, Version 5.4. Ja, mal schauen. Ich muss persönlich sagen, bisher nur den ersten, Quatsch, das erste Level gespielt, den Rest noch nicht. Heißt also, für mich ist es das im Grunde im Großen und Ganzen auch Neuland. Machen wir da mal ein neues Spiel. Klassisch, ja, LA Meltdown. Schwierigkeitsgrad. Machen wir mal Let's Rock. Gutes Mittelmaß zwischen vielleicht herausfordernd und ja, Spaß haben. Hollywood Holocaust. Gut, direkt Munition gefunden. Man sieht direkt, wie Anführungszeichen hübsch dieses Spiel doch ist, wenn man überlegt, wie alt es so eigentlich schon ist. Auch hier mit den ganzen Schatten und so weiter. Alles reflektiert auch ein bisschen auf die Waffe. Ja. Gut. Aber das ist jetzt hier nicht, sondern wir wollen Spaß haben. Oder so. So, dann geht's mal runter. Hui! Ups. Der Bösewicht. Ja, das ist wie gesagt das erste Level hier. Ratten! Was denn? Ich krieg dich! Oder auch nicht. Vielleicht. Ja, also wie gesagt, das erste Level ist mir bekannt. Der Rest tatsächlich nicht. Ich wundere mich gerade ein bisschen, warum das hier so träge läuft. Wer bist du denn? Gehst du wohl weg? Munition! Ja, mal schauen. Ich persönlich mag ja auch sehr, dass es hier eine Menge an, ja, Rätsel nicht, sondern Geheimnisse gibt. Ich persönlich stehe ja total auf sowas, so geheime Räume finden und so ein Quatsch. Sowas wie hier. Ich hoffe, es klappt. Ja, nochmal raufspringen. So, und zack. Sind wir schon hier oben und kriegen hier einen netten Lebensbonus. 150 HP. Oder auch Energie, wie ihr es nennen möchtet. So, wo kommst du her? Gehst du wohl weg? Ja. Sonst gibt es hier, glaube ich, gerade nichts, ne? Nö, gehen wir mal weiter. Können wir den auch kaputt machen? Oh. Geht sogar, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, noch ein bisschen Energie, weil wir noch keine haben. Och, geht gar nicht. Schade. Tür auf! Was ist los? Kann man die auch kaputt machen? Oh! Ups. Ja, kann man. Na super, gleich hier die nächsten zwei. Ja, ist doch gut. Da ist noch einer. Das muss. Kann sein. Mann, Junge, rück mich nicht auf die Pelle hier. So. Da muss ja auch noch einer. Jetzt nicht mehr. Cool, fällt sogar das Fenster raus. Auch nicht schlecht. Munition brauchen wir schon mal. Gibt's da noch? Oh, hier gibt's noch Rüstung. Nehmen wir auch mal mit. Oh, noch Munition übersehen. Ja. Kann man die auch kaputt machen? Sollte nicht so viel Munition verschwenden, ne? Ja. Was ist los? Jetzt mal Licht an. So. Ah, so geht das hier. Bist du gleich gesehen? Ja, natürlich. Duke Nukem war ja schon mal 1, und zwar Frauen. Das ist wie immer Geschmackssache. Duff. Wer kennt Duff Bier? Na, wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hier noch irgendwie. Okay, wir haben jetzt hier, glaube ich, irgendwas aufgemacht. Ah, da oben. Gut, müssen wir nur mal schauen, wo wir denn kommen. Hier ist auch noch eine Tür. Oh, eine Pumpe. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpkin? Security. Ja. Aha. Da waren wir vorhin schon. Da haben wir aufgeräumt. Da ist noch jemand auf dem Klo. Und tanzen. Ja. Kann sogar so durchgucken. Was das Spiel damals schon für Möglichkeiten geboten hat. Ach, guck mal, jetzt noch die Tür auf. Und der Gegner weg. Nehmen wir so eine Pistole, wir müssen ersparen. Wofür ist der Schalter hier? Achso, ist denn hier für Licht? Ist ja uninteressant. Oh, Feuerlöscher. Okay. Ja, jetzt ist er weg. Sehr gut. Den Schalter kennen wir ja schon. Oder? Der war auch für Licht, ne? Ja, der war auch noch Licht. Attack of the Bleached Blond Biker Bimbos. Das ist fast schon Zungenbrecher. Geh weg. Stirb! Was gibt's hier zu sehen? Irgendwie kennen wir die Aufnahmen schon. Lauf doch mal gegen die Wand. Ja, was gibt's hier noch? Ich habe mir was eingesammelt. Ich glaube, es war Rüstung. Okay, kaputt treten können wir das nicht.
Ich trete in den Arsch. Ja. Arcade. Ja, das waren nur Zeiten. Okay. Ja, gut, das lassen wir mal so stehen. Ach, Mann, oh. Ups, geht's nicht hoch. Ah, ja. Arcade. Ja, das waren nur Zeiten. Erstmal was wegsprengen. So. Okay, vielleicht räumen wir auch mal eben kurzfristig hier auf. Auch schön. Nicht noch Energie rum. Können wir rumdrücken? Yep. Der Holoduke. Wie ich gesagt, keine Ahnung habe, was ich damit anstellen soll. Oh, hier ist die Karte. Ups. Okay. Ja. Wir haben ihn, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit gerade anstelle. Rote Karte. Rote Karte. Tja, die gibt es beim Fußball auch immer, die rote Karte. Da oben waren wir noch nicht. Wie kommen wir denn jetzt mal am besten da hoch? Ah, hier ist noch eine Tür. Okay. Worum auch immer hier das kaputt geht. Energie haben wir immer noch genug. So. Was ist hier los? Ich trete in den Arsch. Oder ins Gesicht. Egal. Okay. Das ist ein Matsch. Ich werde hier beschossen. Ich wurde beschissen. Nein. Da ist die rote Karte. Sehr gut. Oh, schon halb eins. Halb eins. Halb eins durch. Hier ist halt ins Bett zu gehen, ne? Steroide. Okay. Ein Hebel. Was gibt's zu sehen? Natürlich. Die Frauen, wie immer. Okay, hier nochmal zu sehen in zerschnitten und. Naja. Aber man muss sagen, es ist schon echt nett, was aus. Kann man hier Lichter machen? Achso, schade. Halt. Da war noch was. Ja, es ist schon nett zu sehen, was doch aus dem alten Spiel rausgeholt worden ist. Also, klar, Grafik ist jetzt hier nicht 2016 und, oh, und, ne? Aber ich meine, wo kommt ihr denn mal her? Grafik ist ja nun auch nicht bliss. Jetzt geht er weg. Und ich finde das echt eine schöne Alternative. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Ah, ich sehe dich. Okay, schießt schon mal auf mich. Es ist eigentlich ein schöner Weg, auch auf aktuellen Systemen das Spiel nochmal neu zu erleben. Wenn man natürlich dann auch die Vollversion, sprich die CD, besitzt, sonst kann man hier nur die Demo spielen. Ja, um. Oh, Erste Hilfe. Portable Medikit. Wir sammeln immer mehr Sachen ein, da ist niemand auf dem Klo. Nein, wie gesagt, um das, diesen, ja doch schon Klassiker nochmal neu zu erleben. Oder zum ersten Mal zu erleben, wie ich im Grunde genommen. Ich kenne, wie gesagt, nur dieses erste Level. Mehr ist mir so nicht bekannt. Ja, da oben haben wir immer noch nicht, ne? Wie kommen wir da oben rein? Wie kommen wir da oben rein? Hier ist ein Hebel. Der macht nichts außer... Der Fuß hilft mir auch nicht weiter. Da oben ist ein Raum und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Hier ist nochmal so eine knickende Mülltonne. Oh! Na doch, wollte er sagen. Vielleicht der von da oben? Das war ein Schalter, oder nicht? Nee. Aber wie soll man da denn hinkommen? Naja, mal gucken, mal gucken. Hier waren wir schon mal. Können wir denn nicht... Was weiß ich? Achso. Können wir denn nicht... Nö. Hier waren wir schon. Ist auch nur noch ein Hebel für... Tja, man weiß es nicht. Der Automat ist kaputt. Gehen wir mal hier durch. Ihr Schweine! Ja, vielleicht sollten wir mal die weiter benutzen. Können wir die kaputt machen? Nein, schade. Bam! In your face! In your face, habe ich gesagt! Widerliches Teil. Da blinkt's. Gucken die Stahlträger raus. Ach doch nicht. Beim Stahlträger, ne? ja, ja. So kann's gehen. Das ist noch so ein Schwein. Jetzt komm. Stürz ab. Hier ist das Levels Ende. Kann man denn nicht irgendwo sehen, wie viel wir schon an Geheimnissen haben? Nein.
Gibt's denn da keine Option? Spielsetup. Online Updates. Equip. Nö. Auto-Aim schon gar nicht, ist ja langweilig. Player Setup. Nö. Nö. Nö, wohl nicht. Ja, aber dann schießt ihr doch. Stimmt, da unten waren wir ja auch noch nicht. Gucken wir hier aus da rein? Ups, nein, können wir nicht. Okay. Ach, das ist die Leinwand. Das Fenster. Hab ich das nicht gesehen? Können wir das kaputt machen? Sieht zumindest aus. Das sieht zumindest aus, als könnte man das kaputt machen, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt geht. Aber da war ja das Fenster, also. Wenn man keine Ahnung hat, ne, hat man keine Ahnung. Oder wie war das? Gucken wir uns nochmal um. So, hier war nur das Ding hier oben. Oh, hier ist ein Raketenwerfer. Vielleicht geht's ja damit. Okay, Frage beantwortet. Kommen wir hier durch. Sehr gut. Secret Place. Was ist das denn? Jetpack? Yeah. Wie machen wir das an? Okay, jetzt habe ich da wieder. Nein, ich will keine. Okay, jetzt sind wir ultra schnell. Was gibt's hier noch zu sehen? Das ist schon bekannte. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz reinschauen. Keyboard. Crouch, look up, down. Waffen ist klar. Inventar ist auf Enter. Dann drücken wir nochmal Enter. Mensch, geht da richtig gut. Respekt. Gucken wir nochmal kurz rein. Auf dem Keypad Enter. Können wir denn nicht eine andere Taste für belegen? Jetpack ist J, wie der Name schon sagt. Ah, okay, okay. Medikit, Turnaround. Können wir denn nicht das Inventar dahin legen? Und dann so. Wie kann man es nicht verändern? Okay. So, schauen wir doch nochmal rein, ob es jetzt geht. Ist wie blöd, weil ich jetzt die Taste so belegt habe. Was macht denn der Holo-Duke? Wie ist das Ding denn angemacht? Auf E? Ja? Nein. Ach, man weiß es nicht. Jetpack. Okay. Huh. Kommen wir jetzt wieder runter. Ah, okay. Gut, genug rumgespielt. Man kann da wieder hochfliegen, ne? Zzt. So, gehen wir durch. Okay. Oh nein, wurde eingesperrt. Scheiße. der Typ ist schon bescheuert, ne? Ich sag euch das. Ja, spontan würde ich sagen, wir haben alles gesehen. Praktisch mit Sicherheit irgendwas vergessen. Wenn man nur wüsste, was. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, jetzt hier noch rumzufliegen. Wir machen es einfach mal. Gucken, wie hoch wir überhaupt kommen. Okay, bis hierhin. Ich glaube, wir sollten mal wieder ein bisschen runter, nicht, dass ich abstürze. Aber wenn wir jetzt gerade schon fliegen können, dann gucken wir, glaube ich, doch noch mal einmal hier hinten. Bei diesem Schild, weil da ist irgendwie ein Loch. Okay. Ah. Ja, super. Komm, hast du was eingesammelt? Gut, ich würde sagen, damit haben wir dann jetzt auch gerade noch mal ein Geheimnis. Was war das denn? Ah, Raketenwerfer. Sehr gut, sehr gut. Könnte man später noch mal gebrauchen. Ja, da waren wir. Wo ist hier ein Helikopter unterwegs? Tja, ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Werden wir mal sehen, ob ich recht behalte. So, 13 Minuten. Und, toll, 4 Geheimnisse gefunden und 4 verpasst. Na, wunderbar.
Ja, gut, soviel zum ersten Level. Dann werden wir mal schauen, was denn gleich in der zweiten Runde so abgeht. Bis gleich, Leute. Ihre